Das hier ist mein allererster Film. Im weitesten Sinne des Wortes jedenfalls. Ich bin 9 Jahre alt und tue so, als würde ich gerade eine Naturdoku drehen. Über das Leben unserer Katze Baloo und den tiefsinnigen Gesprächen, die Baloo mit der Gießkanne geführt hat. Herr Katzelich, was sagen Sie zu dieser Reportage? Gefilmt habe ich das mit dem Handy meiner Mom, mit dem auch diese ersten Selfies von mir entstanden sind. Und dieser allererste Stop-Motion-Film, in dem eine Lego-Figur eine andere boxt und dann einfach seinen Helm klaut. Und diese Action-Szene, die euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Jahre vergingen, aber ich war hooked. Spätestens seitdem ich mit 12 den alten Laptop meiner Oma bekommen habe, war jeder After Effects-Effekt unsicher, der nicht bei 3 auf dem Baum war. Und als ich dann mit 15 eine richtige Kamera bekommen habe, war es ganz vorbei. Mittlerweile mache ich ja eher weniger, was Kameras, Musikvideos und Visual Effects angeht, sondern hauptsächlich diese YouTube-Videos und habe deshalb aus zeitlichen Gründen, obwohl es eigentlich schon längst überfällig ist, noch nie an einem Film gearbeitet. Das ändern wir jetzt und ich produziere einfach einen eigenen Film in einer Woche. Dieses Video wird unterstützt von Patz. Mehr dazu später. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für eine Art Film wir machen, und beim ersten Film ist das natürlich ein Kurzfilm. Ein Kurzfilm ist in der Regel maximal 15 Minuten lang und zeigt der Filmbranche, ob man was auf dem Kasten hat und ob man eine Geschichte erzählen kann, und das ohne, dass es hunderttausende Euro und mehrere Jahre braucht, die so ein Spielfilm verschlingen würde. Um herauszufinden, ob mein Kurzfilm wirklich auch was taugt, werde ich ihn am Ende bei einem Kurzfilmfestival einreichen, gegen die Kurzfilme von anderen antreten und schauen, ob ich gewinne. Ich fange jetzt einfach mal an, mich mit Inspiration berieseln zu lassen. Bilder, Musik und warum nicht, es ist 2022. Künstliche Intelligenz. Preisgekrönter Kurzfilm. Okay, ja. Also wenn ich in die KI jetzt eingebe, ein Steampunk-Luftschiff in der Form eines Wales, spuckt er mir hier zwei richtig geile Ergebnisse aus. Hier, hier, hier oder hier. Auf Wunsch sogar fotorealistisch, aber die Idee muss ich halt trotzdem selber noch haben. Und ich glaube, das gilt auch für einen Kurzfilm. Also muss ich da jetzt durch. Was mir immer hilft, sind Einschränkungen. Immer wenn ich vor einem weißen Blatt stehe, ist mein Gehirn genauso leer wie das Papier. Aber sobald da eine Einschränkung steht, zum Beispiel Dinosaurier und Höhlenmensch, hat meine Fantasie irgendwie eine Welt, in die sie eintauchen kann. Genauso habe ich es auch gemacht, als ich eine eigene App entwickelt habe. Und jetzt, beim Film, ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, Zeitreisender. Dieses eine Wort hat gereicht und das Konzept rieselt quasi aus meinen Fingern durch die Tastatur hindurch auf den Bildschirm. Ein Wissenschaftler bastelt um das Jahr 1890 an einem Gerät. Er schaut auf seine Taschenuhr. Es wird gerade Punkt 12 Uhr und notiert sich die Zeit. Er werkelt an dem Gerät, drückt einen Knopf und zack. Der Wissenschaftler erwacht wie aus einem Traum. Er schaut erneut auf die Uhr, es schlägt erneut Punkt 12, die Zeitmaschine ist erfunden. Alle Zeitungen berichten. In einem Radiogespräch stellt sich heraus, dass bisher nur winzige Sprünge in die Vergangenheit möglich sind. Mehr wäre viel zu riskant. Der Radiosprecher ist enttäuscht und schwärmt von der Zukunft und steckt mit seiner Begeisterung den Wissenschaftler an. Der Wissenschaftler verlässt das Radiohaus und geht nachdenklich nach Hause, schaut aus dem Fenster und zeichnet sich die Zukunft, wie er sie sich vorstellt, mit Feder auf Papier. Er fasst sich einen Ruck und riskiert die Reise in ferne Zeiten. Geil. Ich finde das gut. Ist überhaupt nicht leicht umzusetzen, aber ich finde es gut. Das heißt, ich brauche jetzt jemanden mit einer geilen Stimme als Radiosprecher. Ich brauche einen Schauspieler, weil ich kann das überhaupt nicht. Und klar, Filmmusik brauche ich auch noch. Und da kommt jetzt Patz ins Spiel. Patz ist eine Plattform, auf der kreative Filmemacher, Regisseure, Kameraleute, Lichtleute, Schauspieler, Cutter und alles drumherum entweder selbst gefunden werden können oder auch andere Kreative finden können, mit denen sie ihre Vision umsetzen können. Man kann hier bei der Anmeldung auch schon einstellen, ob man entweder bezahlt werden will, das Ganze ehrenamtlich macht, oder eben ob man es macht, um einfach Erfahrungen und Referenzen für sein Portfolio zu sammeln. Ich erstelle mir hier gerade ein neues Projekt und nenne es einfach mal Zeitreise Kurzfilm. Und um Leute zu finden, die am Film mitwirken, erstelle ich jetzt einen neuen Beitrag und schreibe: Hi, wir suchen für einen Kurzfilmdreh in München noch eine Crew. Und jetzt, wo alle Infos drin sind, gehe ich auf Posten. Die über 9000 Nutzer von Patz sehen jetzt genau diesen Beitrag und können sich bei mir melden. Man kann aber auch mit verschiedenen Filtern Leute suchen und die direkt anschreiben, und das mache ich jetzt auch noch. Und dann schauen wir einfach morgen nochmal rein. Und da habe ich auch schon 13 Antworten. Tom Westbourne, also einer, den ich als Sprecher angefragt habe, schreibt: Hi Thomas, das geht klar, mache ich gern. Wo kommt ihr her? Suche immer mal wieder Fotografen und Kameramänner für Demoaufnahmen. München, da werde ich zufällig bald wieder sein. Cool, also das heißt, ich habe direkt irgendwie jetzt quasi genetworked und die Leute suchen auch nach Kontakten, das ist echt cool. Das heißt, hier hätten wir schon jemanden, der Sprecher sein könnte. Ich hoffe wirklich, dass auch ein Schauspieler dabei ist. Ah, das ist jetzt jemand, dem ich nicht direkt geschrieben habe, sondern der hat einfach meine Anzeige gesehen. An bei meinem Demo-Reel. Ja, let's go, ich höre ich mal rein. Das Ziel ist lokalisiert. Eingang auf 2 Uhr. Ist ja geil. Ich glaube, da könnte ein guter Radiosprecher sein. Birgit Werner. Wer an der Haupt- und Nebenrolle interessiert, sehr cool. Hat gleich eine Webseite geschickt. Krass, auch dass halt so viele in der Umgebung hier sind. Cool. Ja, Silas, den habe ich angeschrieben, weil ich gerne Musik hätte von ihm für einen Film. Also er fragt mich jetzt, wie lange der Kurzfilm geht. Sagen wir mal 2 bis 4 Minuten. Das ist von diesem Musiker. Thank you.
der Robert Braun, auch als Radiosprecher. Okay, krass, also er hat sogar so schon Sachen für Lidl gemacht. Und ZDF, wow. Crazy, sind auch echt namhafte Leute dabei. Sehr gut, sehr gut. Da hat gleich direkt einen Preis mitgeschickt. Es gibt auch super viele, die das einfach kostenlos machen, einfach nur um Referenzen zu kriegen fürs Portfolio oder einfach um Kontakte zu knüpfen. Ich persönlich, da ich halt hier generell mit YouTube Geld verdiene, habe natürlich nicht unbedingt Lust, da Leute für mich umsonst arbeiten zu lassen. Wir haben schon eine Bewerbung auf die Hauptrolle. Udi hat natürlich auch so einen Clips, wie sie schauspielert. Was natürlich auch super spannend ist, weil Schauspiel ist auch schwierig. Es ist einfach super schwierig, ich konnte es überhaupt nicht, ich kann es auch überhaupt nicht. Okay, schauen wir mal. Echt krass. Der Typ hat in die Disco geschossen. Ich habe mich ja gerade erwischt. Ich nehme an, ich fange am besten an, wenn ihr schon ein paar Szenen gedreht habt, oder? Und wieso hast du ein Bild von Tom Murray erwischt? Ich sitze hier am Skript und komme tatsächlich einfach nicht weiter. Ich bin gerade bei der Stelle, wo der Wissenschaftler gerade in die Gegenwart, also in die heutige Gegenwart kommt. Und generell habe ich noch nicht so eine richtige Idee, wo die Story dann eigentlich hingehen soll. Deswegen düse ich jetzt einmal mal nach München rein und schaue mir die Stadt an. Da werde ich bestimmt ein paar bessere Ideen haben und mich besser in die Welt reinfühlen können, als wenn ich jetzt hier das vom Sofa aus mache. So, schön den E-Auto-Only-Parkplatz abgestaubt. Wir sind jetzt in der Shoppingmeile. Ich würde sagen, let's go. Fancy Schmancy. Wo hier wird sich jemand aus der Zukunft denken, Leute, was machen die denn hier? Vor allem bei den Preisen. Ah. Es gibt ja natürlich super viele alte Gebäude, das praktisch ist, weil genau hier könnte ich mir so eine coole Verkündung vorstellen, wo hier so die neue Erfindung vorgestellt wird und dann hier so Fotos und Zeitungsartikel. Ich glaube, das kann man sehr gut hier umsetzen. Ich habe jetzt heute, also am Montag nach dem Wochenende nochmal angeschaut und es hat einfach jeder geantwortet. Ich habe hier überall zack, zack, zack Antworten, wo sich Leute melden. Wir haben den Cast natürlich jetzt schon fast voll, aber hier hat sich nochmal eine Schauspielerin gemeldet, nochmal jemand für Musik und auch ein Videograf, also jemand, der quasi Kamera machen würde. Also hier kommuniziere ich gerade mit dem Komponisten, weil der braucht natürlich auch schon mal irgendwas vom Film, um da Musik zu machen. Es gibt allerdings noch keinen Film. Und ich darf jetzt erstmal das Storyboard für die erste Szene fertig machen, damit er überhaupt irgendeinen Anhaltspunkt hat. Ich bin Silas und ich habe den Soundtrack für Thomas' Film komponiert, was mir wirklich sehr viel Freude gemacht hat, auch wenn wir ein bisschen unkonventionell zusammengearbeitet haben. Ich habe nämlich nicht den originalen Film am Anfang, sondern nur so KI-erstellte Bilder, die ein bisschen verstörend waren. Ich habe mir am Anfang gedacht, es geht um das Thema Zeit, deswegen fange ich mit einem Uhrenticken an, was auch so von rechts nach links geht, um zu zeigen, wie dynamisch die Zeit eben ist. Und es geht ja eben auch um die Reise in die Vergangenheit, deswegen habe ich immer wieder mit Reverse Sounds, also umgekehrten Sounds gearbeitet. Hier ein Klavier, was rückwärts abgespielt wird und dann eben auch wieder vorwärts. Und dann geht es eben in den kompletten Soundtrack über. Das ist dieses Thema, was sich immer wieder durchzieht. Genau. Ja, hat viel, viel Freude gemacht. Danke, Thomas, für die Erfahrung. Absolut genial. Aber mehr dazu später, weil eigentlich muss ja erstmal der Film fertig gemacht werden. Ich muss zugeben, ich bin gerade hart gestresst. Das war auch maximal dumm. Ein Film zu skripten, der in der Vergangenheit spielt. Ich brauche jetzt eine Location, die in der Vergangenheit passt. Ich brauche ein Kostüm, das für die Vergangenheit passt. Idealerweise halt bis morgen alles. Ey, das ist so stressig und komplett außerhalb meiner Komfortzone. So, wir sind jetzt wieder in München und jetzt geht's auf zu Bavaria Filmplatz irgendwas, weil da gibt's Filmrequisiten. Die holen wir jetzt ab. So, hier ist ganz viel Zeug drin. Auto ist voll, jetzt holen wir kurz einen Manu ab, der die Kamera für dieses Video macht, damit ich quasi filmen kann für einen Kurzfilm. Und dann geht's ab zur Location, die hat jetzt auch noch irgendwie geklappt. Wir sind quasi bei meinem Onkel in der Scheune und jetzt treffe ich gleich die Schauspielerin. Einmal die Schauspielerin. Hi. Jetzt geht's los. Es wird ein bisschen spät, aber wir kriegen das irgendwie hin. Irgendwie haben wir am Ende von dieser Woche einen Kurzfilm. Wir sind jetzt an der Location. Es ist richtig geil. Es ist halt einfach eine richtig alte Scheune. Generell ist das Teil hier absolut alt. Wir bauen jetzt ein bisschen auf und dann wird die erste Szene gedreht. Und das hier ist ein Hörrohr, gell? Ein Hörrohr? Ich glaube, ja. Manu dachte direkt, das ist ein Trinkrohr. Wir haben da voll reingetrötet. Boah, wie so Esel. Und bitte, Profi, Regisseur. Ey, das ist richtig cool. Offen, mach und zu. Nimmst dann hier hin, nimmst die Tür, eine Bewegung hast zu und dann. Jetzt einen Shot, wo du so die Zeitmaschine so hochhältst und so sie begutachtest. Kannst du mal probieren? Genau, ja. Und bitte. Machst du quasi so und dann Zeit. Und dann war das halt nur ein kurzer Sprung, nicht Vergangenheit. Und dann beim anderen drehst du halt komplett langen Sprung. Und bitte. Dann würde ich so machen, dass du es jetzt erst so zu drei Kurbler machst und dann. Dann gibst du nochmal richtig Gas und sagst, okay, ne, so hier, keine Ahnung, so
50 Jahre. Also okay, ach scheiße, auch direkt hier. 2022. So ungefähr. Ich hätte nicht gedacht, aber ich glaube, das wird echt richtig cool. Wirklich top. Wir sind jetzt fertig. Ich schaue nochmal alles durch, ob wir auch wirklich jeden Shot haben, aber ich glaube... Ich würde auf jeden Fall noch von der Lampe den Viro-Shot machen. Dafür die habe ich nämlich bezahlt. Geil. Nachdem der erste Drehtag erfolgreich im Kasten war, geht's am Tag drauf in die Innenstadt. Vor einem alten Gebäude der Bayerischen Staatsoper schießen wir ein Foto für einen Zeitungsartikel im Film. Okay, wir sind stolz erschauen, wir sind fröhlich. Perfekt, voll cool. Und bitte? Im Anschluss an die Fotos drehen wir Szenen, in denen die Wissenschaftlerin nach Hause geht, die ich mittlerweile übrigens Frau Dr. Krämer getauft habe. Wäre es arg frech, das Fahrrad von da nach da drüben zu stellen? Nö. Und bitte? Okay. So ein fettes Objektiv zu balancieren ist gar nicht so leicht. Freust dich dann erst so, hey, yo, es hat geklappt. So, du schaust vielleicht erstmal so auf deine Hände an und dann schaust du nach vorne und dann siehst du halt die Moderne und dann einen entsetzten Blick. Ich weiß nicht, ganz so einen entsetzten Blick. Also wäre da eine gelbe Monitorisierung beim Video. Und bitte. Also ja, das Footage jetzt quasi in meiner Schnittsoftware und jetzt geht's auch direkt in den Schnitt. Und was besonders geil ist, wir sehen jetzt als allererstes mal diese ganzen nice Shots, die wir gemacht haben. Genau, hier die Kamerafahrt, links, rechts. Ich finde das super nice. Es sieht einfach, ha, sieht viel zu gut aus. Das hier ist die Lampe, die ich mir noch platziert habe, die ich deswegen nur extra abgefilmt habe, weil ich dafür Geld bezahlt habe. Bei jedem Shot, da ist ja nicht die ganze Aufnahme gut, sondern immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Den Ausschnitt ziehe ich mir jetzt raus, in die Timeline rein. So, wir gehen mal auf patz.de, denn ich vermute, und ich habe auch damit recht, dass jetzt hier der gute Tom Westbourne schon hier einmal den Download-Link geschickt hat. Einmal auf alt getrimmt und einmal komplett unbearbeitet den Ton. Okay, ich bin gespannt. Ich höre mir einfach mal direkt die bearbeitete Version an. Frau Dr. Krämer, in welches Jahr zu reisen gedenken Sie mit Ihrer Erfindung zuerst? Geil, das nehmen wir direkt so. Und damit gehe ich jetzt gleich in den Call mit der guten Birgit und dann macht sie quasi den Antwortpart drauf. In welches Jahr zu reisen gedenken Sie mit Ihrer Erfindung zuerst? Von Jahren kann nicht die Rede sein. Handelt es sich doch um eine so höchst komplexe Technologie. Frau Dr. Krämer, vielen Dank. Bitte sehr. Schick mir gerne die Datei, dann höre ich es nochmal mit meinen Kopfhörern an. Sehr gut, finde ich sehr gut. Boah, super, super. Perfekt. Danke dir. Morgen muss er kurz fertig werden übrigens und jetzt liegt es eigentlich nur noch im Schnitt. Ich bin gerade in den letzten Zügen, es ist mega geil, wie gerade alles zusammenkommt. Musik und Schnitt und die Stimmen, es ist richtig cool. Für den Teil mit dem Zeitungsartikel muss ich jetzt noch ein Foto photoshoppen, weil ich beim Fotoshoot die Zeitmaschine vergessen habe. Blöd. Das Foto wird dann eingepflegt in einen alten Zeitungsartikel. Dann natürlich noch die Credits zur Abspann. Also, machen wir einen Text, schreiben wir rein. Frau Dr. Krämer, Birgit Werner. Schönere Schriftart. Irgendwas Altes. Als Radiosprecher, da muss ich jetzt leider schummeln und nochmal auf Patz genau schauen. Der hieß Tom, patz.de. Genau. Und zwar Tom Westbourne. So, Musik, der gute Johannes Silas. Mega geil gewesen, wirklich. Und dann komme ja ich. Also, was bin ich? Regie und Produktion und Kamera eigentlich. Und Schnitt. Wie bei einer Gruppenarbeit, wenn man so alles gemacht hat. So Regie, Schnitt, Kamera, Lichtsetzung, Drehbuch. Habe ich auch autorifiziert. Und das mache ich jetzt wie folgt. Das ziehe ich jetzt mal lange. Und so diese einzelnen Sachen, die ich gemacht habe, ziehe ich halt irgendwie kurz. Drehbuch, Kamera und Schnitt. Ja, finde ich nice. Finde ich nice. Kann man so lassen. Sehr cool. Und schon ist der Film fertig, den ich innerhalb von einer Woche gemacht habe, zusammen mit meiner Crew, die ich auf Patz unter den über 9000 Nutzern gefunden habe. Über die Projektseite kann man bei Patz übrigens, nachdem man seine Crew gefunden und eingeladen hat, auch Termine, wie zum Beispiel Drehtage und To-Dos, wie zum Beispiel Location Scouting erstellen, wodurch Patz perfekt ist, um kostenlos seine Produktion zu organisieren. Und jetzt viel Spaß mit meinem Werk, das ich genannt habe, 12 Uhr Mittag. Film ab! Thank you.
Sie werden es nicht glauben. Wissenschaftlerin hat Zeitmaschine erfunden. So verlauten es an diesem Tage alle Gazetten. Sie ist heute zu Gast hier im Funkhaus. Frau Dr. Krämer, in welches Jahr zu reisen gedenken Sie mit Ihrer Erfindung zuerst? In welches Jahr, werter Herr? Von Jahren kann nicht die Rede sein. Handelt es sich doch um eine so höchst komplexe Technologie. Getestet wurden bisher wenige Sekunden. Ausschließlich in die Vergangenheit, versteht sich. Aber Frau Doktor, können Sie Ihre Bedenken erläutern? Nun ja, bereits wenige Minuten könnten schlimmste Komplikationen mit sich führen. In die Vergangenheit, wohlbemerkt. Sprünge gar in die Zukunft. Man mag sich nicht ausmalen, welche zeitlichen und räumlichen Verflechtungen entstünden. Würde man nicht zuvor sämtliche Ungewissheiten austilgen? Ein Prozess, ja nun, wir sprechen hier von Jahrzehnten. Aber reizt es Sie nicht, zu blicken in die ferne Zeit, zu erfahren, welch Wunder die Zukunft, welch Wunder der Fortschritt bringt? Brennt das Herz eines jeden Wissenschaftlers nicht dafür, die Ergebnisse seines Schaffens, Ihrer Maschine, vollends auszureizen? Natürlich, zu sehen, welche Städte erbaut, welche Geschichten geteilt und welche Lieder gesungen werden. Dennoch, ausgeschlossen, Disziplin ist angesagt. Frau Dr. Krämer, vielen Dank. Bitte sehr. Reisen in die Zukunft bleibt Zukunftsmusik. Und Musik ist das korrekte Stichwort. Es geht weiter im Programm. Ich find's geil. Ich hatte da echt Angst, dass ich den ganzen innerhalb von einer Woche überhaupt nicht gerecht werden kann. Aber ich finde, wir als Crew haben da was richtig Geiles auf die Beine gestellt. Beim Kurzfilmfestival habe ich den Film dann sogar im Kino auf der großen Leinwand gesehen und mit dem Film den dritten Platz geholt. Wenn ihr jetzt auch Lust auf ein Filmfest bekommen habt, dann habe ich einen Tipp für euch. PATZ veranstaltet am 15.10. ein eigenes, das PATZ Filmfest in Berlin. Der Link zu PATZ, der kostenlosen Plattform für Newcomer im Filmbereich, ist in der Beschreibung. Ich fand's extrem geil, wie einfach es damit ist, mit komplett Fremden in Kontakt zu treten und mit denen seine Vision umzusetzen. Wenn ihr außerdem an einer Filmförderung von bis zu 5000 Euro interessiert seid, checkt mal patz.de/booster ab. Ich hoffe, mein Film hat euch gefallen und ich bin damit raus.